Freiheit und unbegrenzte Möglichkeiten als Gefahr für die Menschheit? Was ist von dem Grundgedanken eines besseren Lebens, das auf gleichen Chancen und Möglichkeiten für alle basiert, zu halten? Grundsätzlich hört sich dies aus dem Irdischen heraus zunächst einmal gut an, auch wenn die großen Erwartungen durch die gelebte Realität keineswegs erfüllt wurden. Warum nicht? Es gibt keine Freiheit und schon gar keine unbegrenzten Möglichkeiten, wenn das eigene Bewusstsein begrenzt ist. Alle Menschen leben in den Beschränkungen ihres Bewusstseins. Das heißt, ein Land, welches Individualismus in den Vordergrund stellt, identifiziert sich lediglich vorrangig mit seinem inneren Mann. Daraus ergeben sich bestimmte Stärken und Schwächen, die aber nicht besser oder schlechter als die anderer Bewusstseinsschwerpunkte in anderen Ländern sind. Beruflicher Erfolg gehört zu den Stärken des inneren Mannes, sodass der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär sprichwörtlich ist, wenn nicht fehlende soziale Kompetenzen wie beispielsweise Kooperation ebenfalls wichtig wären. Mit universell irdischem Liebesfluss erfüllte Individualität eines vollständigen transzendenten Bewusstseins ist ein Ideal, das wünschenswert ist. Ein inneres Mannbewusstsein, welches sein karmisches Machtsystem noch nicht integriert hat, kann hingegen zur Gefahr werden. Man denke an das Beispiel Adolf Hitler. Das heißt, nicht die Freiheit selber ist gut oder schlecht, sondern wie sie genutzt wird, ist entscheidend. Je bewusster ein Mensch oder ein Gesellschaftssystem ist, umso mehr wird sich die universelle Liebe im Bewusstsein und dementsprechend auch im Außen verwirklichen. Deswegen ist die Heilung der Welt so wichtig, dass mich das universelle Ganze, Musubi Weltheilung, die Bibel, Heilige Schrift des neuen Zeitalters, veröffentlichen ließ. Der Schwerpunkt liegt auf der Heilung des Weiblichen, welches in einem inneren Mannbewusstsein für wichtigen Ausgleich sorgt und schließlich in die Liebesflussverbindung führt. Frei und selbstbestimmt ist erst, wer auch in seinem Bewusstsein frei ist. So wie die Menschen heutzutage die Naturgesetze nutzen, lässt sich das Leben mit den universellen Gesetzmäßigkeiten glücklich gestalten. Die Pioniere von heute sind die am Ziel Erleuchteten, sie leben und verbreiten ihren Traum.